Es gibt was Neues aus Bayern. TopCut hat seinen 17-Fuß-Cut K2X grundlegend überarbeitet. Wir konnten ihn und seinen ebenfalls neuen kleineren Bruder K3X vor Stralsund testen. Zunächst erfreulich: TopCut bleibt ihrer Linie treu und baut breiten, sporttaugliche Strandcuts ohne Schwerter und Firlefanz. Der Katamaranmarkt ist im Moment jetzt nicht so wahnsinnig innovativ. Es gibt sehr viel am High-End so, das heißt feulende Katamarane oder Mega-Race-Katamarane für Crews, die wirklich sportlich Regatta segeln wollen. Da tut sich noch immer relativ viel. Auf diesem Marktsegment der schwertlosen Katamarane ist eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel Bewegung gewesen. Da ist TopCut mit relativ vielen neuen Modellen in den letzten Jahren eigentlich so mit am aktivsten gewesen. Manche andere Hersteller setzen dann jetzt auch sehr bei den kleineren Größen auf die Roto-Molded-Modelle, weil die sehr günstig sind und von den Schulen gerne benutzt werden. Und im GFK-Finish in der Art ist das Angebot nicht mehr so groß. Insofern ist das ganz schön, dass TopCut da bemüht ist, weiterhin laminierte, hochwertige Schiffe zu machen und nicht nur Roto-Molded-Schiffe. Denn die sind zwar etwa 30% günstiger, aber auch spürbar weicher unter Segeln. Bei unserem Test mit dabei ist Robert Zank, der nicht nur Europa- und Weltmeister im K2 ist, sondern auch noch die neuen Cuts entwickelt hat. Grundsätzlich ist es so, dass wir aus dem K4 die neueren Modelle im Grunde mit weiterentwickelt haben. Und alles, was wir bei den vorhergehenden Modellen in den Strömungssimulationen und der Realität gesehen haben, in die nächstgelegenen Modelle übernommen haben. Und dabei ist die etwas andere Rumpform vorne entstanden, mit einer zusätzlich unten stärker ausgeprägten Rumpfsilhouette, damit das Wasser mehr separiert wird. Und am Heck ist der Kielhackenbereich deutlich schärfer ausgeprägt worden, um einfach den Abdrift zu minimieren und die Manövrierfähigkeit der Schiffe noch weiter zu verbessern. Außerdem gut, es gibt keine Schwerter, die man sich abfahren kann. Und die Kielhacken schützen die Ruder, wenn sie halb aufgeholt sind. Bei TopCut sind diese relativ schmalen Aluminiumprofile. Bei vielen anderen Katamaranen sind das ja GFK-Laminate aus zwei Hälften, die relativ empfindlich sind gegen Schäden. Das wird hier mit Aluminium gemacht. Das soll durabler sein und ein bisschen stabiler. Also man fährt sich nicht so leicht Kinken da rein, wenn man mal hängen bleibt. Und die ganze Aufholmechanik ist relativ leicht. Also so ist das aufgeholt, wenn man an den Strand will. Wenn man jetzt segeln geht, gibt es zwei Positionen. Das ist hier die Mittelposition. Mit der ist das Ruder nicht tiefer als die Hacke. Das heißt, man kann eigentlich mit dem Ruder am Stein normalerweise, wenn man jetzt nicht ganz mega weit hinten sitzt, nicht irgendwo hängen bleiben. Das ist sozusagen die sichere Position für Anlanden an der Sliprampe und für Steine. Und dann wird es halt zum Segeln nachher einfach so einmal eingerastet. Man hört, es ist dann, Moment, jetzt ist es drin. Und wenn man nachher an den Strand kommt, zieht man diese kleine Leine, die am Rumpf hier befestigt ist, löst man einmal aus und dann rutscht das Ruderblatt von selber hoch. Wir kennen das System schon von diversen Tests und eigentlich hat sich das wirklich sehr bewährt und funktioniert tadellos und soll eigentlich auch in der Ersatzteilbeschaffung für so ein Ruderblatt deutlich günstiger als ein GFK oder sogar Kohlefaserlaminat sein, was es ja bei manchen teuren Katamaranen auch gibt. Und diese Kassette ist halt gesichert, wenn das Boot auf den Stein fährt mit Ruder unten, dann löst diese Kassette nach hinten aus, wie man das von den anderen Booten kennt. Und verhindert so größere Schäden. Diese Idee ist nicht neu, wohl aber die Rumpfform, auch wenn dies auf die Schnelle gar nicht auffällt. Um die Evolution der Rümpfe zu verstehen, also die haben zwar auch hier schon diesen negativen Wavepiercer-Steven, aber man sieht, der Rumpf ist eigentlich hier so eine relativ gerade Fläche noch. Und wenn man jetzt sich die neuen Boote anguckt, wenn man von vorne guckt, dass hier mehr Volumen reinkommt und hier oben mehr Auftrieb ist, was ganz gut sein soll, falls man doch zu tief mit dem Stecker fährt, dass das Boot noch rechtzeitig genug Auftrieb hat. Das hat sich beim Testschlag mit bis zu 15 Knoten Wind bewährt. Der K2X wird bei entsprechenden Böen im Doppeltrapez gesegelt. Erfreulich, der 160 Kilo schwere Cut beschleunigt gut und durchbricht unter dem 18 Quadratmeter Gennaker schnell mal die 15 Knoten Marke. Dabei bleibt er aber immer gut kontrollierbar, was besonders für Einsteiger ein wesentlicher Faktor ist.
Okay, auch unseren Profis passiert das mal. Böll verpennt und der K2X liegt auf der Seite. Gut dabei ist aber, dass er dank des geschlossenen Masts nicht weiter kippt, solange keiner nach Lee klettert. Der kleinere Bruder namens K3X ist nur einen Fuß kürzer. Mit 4,92 Meter und einem Gewicht von 130 Kilo richtet er sich aber an Solo-Segler. Hat nur ein Großsegel und einen Gennaker. Ist also mehr für Vereinhandsegeln gedacht, auch fürs Regattasegeln gerne. Und das Boot ist für ungefähr, sagen wir, 80 Kilo braucht man, um es alleine wieder aufzurichten. Wenn man die als Skipper nicht mitbringt, kann man einen Wassergewichtssack benutzen und das dann entsprechend das Gewicht, wenn man also nur 70 oder 60 Kilo wiegt, kann man das dann entsprechend aufwerten. Aber das braucht man ungefähr, um das Boot, wenn es kentert, wieder hinzustellen. Der hat eine etwas andere Rumpfform als der K2X. Das heißt, wenn man dieses Boot segelt, kommt der K3X in der normalen Schwimmlage, wenn man also nicht so weit hinten sitzt, wenn man relativ zentral im Cockpit sitzt und das Boot eigentlich nur schwimmt, kommen hier vorne, also ich würde sagen so 40, 50 Zentimeter fast, normalerweise ein bisschen weiter raus. Das ist beim K2X nicht so. Das ist dafür, dass das Boot wendiger ist und schneller dreht. Und das klappt sehr gut. Also ich muss sagen, der K3X geht völlig klaglos durch die Wenden durch. Auch bei wenig Wind hat das sehr gut geklappt. Ein weiterer Unterschied, der zwischen den Booten beim Test bestand, der sich lohnt zu beachten, ist ja, dass beim K3X hier war ein Traveler mit Kugellager montiert, der wirklich sehr gut läuft und sehr einfach und easy rausgeht. Das ist hier drüben beim K2X, der hier steht. So ein Aluprofil, das ein bisschen schwergängiger ist, wenn Last drauf ist. Das ist jetzt auch schon ein bisschen lose, weil das Boot hier schon ein Jahr im Schulbetrieb läuft. Da ist ein bisschen Spiel und das ist ein bisschen, wenn Druck drauf ist, ein bisschen schwergängiger. Wenn da mal Salz oder Sand drin ist, dann ruckelt das ein bisschen. Also wenn man wirklich einen smooth laufenden Traveler haben will, ist die Investition in den aufpreispflichtigen Kugelrutscher eine gute Sache, sollte man machen. Neu bei den K3X und K2X ist jetzt auch das Rig mit den Salinger, also mit einem Diamond. Wir hatten das letzte Mal von Topcat den K4X, den kleineren, den 15-Füßer getestet. Der hatte die noch nicht, weil er auch einen etwa 1,50 Meter kürzeren Mast hatte. Aber das führte schon dazu, dass der Mast top relativ stark wegbog, vor allen Dingen in den Böen unter Gennaker. Wenn man dann nicht das groß dicht genug hatte, war das immer so ein bisschen starke Biegekurve. Das ist durch diese Diamonds deutlich besser geworden. Und die Vorgängermodelle hatten diese Diamonds auch noch nicht. Beim Test hatten wir jetzt nicht so furchtbar viel Wind, ich würde mal sagen so um die 10 Knoten, manchmal aber auch um die 15 vielleicht in Böen. Der Gennaker ist dann schon eine ordentliche Aufgabe, wenn man den länger fährt, also da muss man schon ein bisschen Kraft einsetzen. Der hat hier Knarrblöcke von Haken, er kann aber auch aufgerüstet werden, wenn einem das dann zu viel Kraft abverlangt, kann man noch am Vorsegel einen Umlenkblock als Option nehmen, dann ist das ein bisschen weniger Kraftaufwand. Das ist eine gute Sache für Leute, die nicht so kräftig veranlagt sind. Ja, und ansonsten gibt es bei Topcat generell immer drei Segelvarianten. Das ist hier das Streamcut-Segel, das also weiter ausgestellt ist oben. Und es gibt nur bei diesem Boot dann noch eine extra Variante mit so einem genannten Decksweeper. Das heißt, das Segel geht wirklich ganz runter bis aufs Trampolin. Ist bei den Wänden natürlich ein bisschen im Weg, ein bisschen sportlicher, muss man sich dran gewöhnen. Und ist ein bisschen trimempfindlicher, aber hat dann auch deutlich mehr Segelfläche, mehr Power. Ansonsten hat uns das Boot sehr gut gefallen. Die Seiten hier sind schön anti-Rutsch beschichtet. Das Deck ist griffig, also man hat guten Halt beim Ein- und Aussteigen ins Trampolin. Der Block, Großschuttblock, war sehr gut von der Umlenkung. Es gibt hier noch so eine kleine Tasche für die größeren Topcats haben so ein Fach hinten im Rumpf. Hier ist noch so ein kleines Fach für, nicht nur für die Fallen, da kann man auch Handy oder, naja, Handy jetzt nicht vielleicht, aber irgendwie eine Trinkflasche oder einen Apfel oder irgendwas noch reinmachen. Und ja, also eigentlich das, was das Boot bringen soll, nämlich Fahrspaß für eine Einzelperson, die damit sowohl Regatten als auch normal zum Spaß segeln will, hat das Boot gut erfüllt. Man kann auch mit zwei Leuten drauf segeln. Wir sind dann halt am Anfang einmal zum Übersetzen zu zweit damit gesegelt. Klar ist kein zweites Trapez da und es ist
kein Vorsegel da. Wenn nicht mit Gennaker gefahren wird, dann ist nichts zu tun. Aber das geht vom Gewicht her, von der Aufteilung geht das auch. Also wenn man mal ein Kind mitnehmen will oder die Frau mal für einen Sommertag und man nicht zu viel Gewicht an Bord bringt, dann ist das eigentlich auch ein gutes Boot dafür. Der Preis für den kleinen Renner ab 12.700 Euro. Ein gutes Angebot für alle diejenigen, denen die deutlich teureren Foilercuts nicht ins Budget passen. Der K2X für die Doppelcrew, mitfahren können übrigens bis zu 4 Leute, kostet nur geringfügig mehr. In der Grundausstattung geht es bei ihm mit 13.500 Euro los. Wir haben die 16.800 Euro teure Touring-Variante getestet. Das ist sozusagen das Brot- und Butterschiff von Top Cut, ist der Bestseller. Ein 17-Fuß-Cut, auch nicht mehr für den Dachtransport gedacht, sondern schon mit Trailer. Aber das perfekte Schiff für 2 Leute, vielleicht auch mal mit Kind, also von der Gewichtszuladung verträgt es das besser. Gibt es auch mit Gennaker und der Besegelung wieder in 3 Varianten. Wir haben es wieder mit der Streamcut-Variante, das ist die ausgestellte mit stark ausgestellten Großsegel. Doppeltrapez, Trampolin ist geschnürt in 2 Richtungen, also nicht nur in die Längsrichtung gespannt, sondern auch so. Das heißt, man kann schön viel Zug aufs Trampolin bringen, es bleibt straff und hält das Boot dadurch natürlich auch stabil. Bei Top Cut ist es so, dass der Markt und auch die Kunden eigentlich den Royal Gennaker sehr gut annehmen. Das heißt, es wird nicht wie früher eigentlich gängig durch eine Trompete oder Bergesack der Gennaker so rausgezogen, sondern er wird gerollt. Hat den Nachteil natürlich, dass man, wenn man normal kreuzt oder am Wind segelt, diese Tuchwurst hat. Die ist dann natürlich, macht dann ein bisschen mehr Widerstand und schlägt ein bisschen. Aber laut Top Cut sind die Nachteile wirklich relativ gering, was Performance bei einer Regatta zum Beispiel angeht. Also es wird gesagt, dass das Setzen so viel schneller geht, dass man an einer Tonne beim Rumgehen und Setzen fast 2 Bootslängen eigentlich durch das schnellere Aufrollen gewinnt, statt der Trompete. Aber es gibt die Trompete, man kann sie ordern. Manche Regattasegler, die das gewohnt sind und haben wollen, können gegen Aufpreis eine Trompete mit Bergeschlauchsystem als Alternative ordern. Fazit. Sowohl K2 als auch K3X sind einfach zu beherrschende Spaßmaschinen in wertiger Qualität. Das Gute? Man kann als Anfänger mit ihnen wachsen. Denn steigt das Können und damit der eigene Anspruch, lassen sich die Cuts mit größeren Laminattüchern und dem Gennaker nachrüsten. Und wer dann Regatta-Ambitionen verspürt, findet mit dem K2X eine internationale Einheitsklasse, in der er sich mit anderen messen kann. Und wenn ihr es dann doch noch bissiger haben wollt, dann schaut euch mal unseren Tester Lars und sein Nakra 20 Abenteuer auf Foils an, hier bei Yacht TV.